Es gibt einen Korruptionsskandal in der Berliner CDU. Was genau passiert ist, das erklärt uns der Vorsitzende von Die Partei, Martin Sonneborn, der hier gerade eine gemeinsame Konferenz mit Marco Bülow und Fabio De Masi abhält. Das ist wahrscheinlich die höchste Stufe, die man hier erreichen kann. Ich möchte zum Thema Lobbyismus und Korruption nur eins kurz sagen. Wir initiieren gerade einen Prozess gegen die Bundestagsverwaltung. Das sind eigentlich alte Kumpels von uns, mit denen wir uns regelmäßig getroffen haben in den vergangenen Jahren, zumeist vor Gericht, und wurden ein bisschen stutzig, als sich herausstellte, dass im Jahr 2020 der Berliner Immobilienunternehmer Christoph Gröner der CDU 820.000 Euro gespendet hat. Und klugerweise ein Jahr später im Deutschlandfunk erklärt hat, dass er diese Spende mit drei Bedingungen verknüpft hat. Eine von diesen Bedingungen war, die CDU sollte den Berliner Mietpreisdeckel, wenn er vom Verfassungsgericht nicht aufgehoben worden wäre, dann hätte sie ihn diversifizieren müssen. Und damit ist das eine sogenannte Einflussspende, heißt es, glaube ich. Oder so ähnlich. Und das Ganze ist justiziabel. Lobby Control und Transparency International haben daraufhin die Bundestagsverwaltung gebeten, das zu überprüfen. Die Bundestagsverwaltung. Überraschung, Korruption ist in Deutschland nicht erlaubt. Also Milliardäre dürfen nicht einfach Geld an Parteien spenden, damit diese dann irgendwelche politischen Ziele umsetzen. Also Milliardäre dürfen Geld an Parteien spenden, ohne zu sagen, wofür das Geld da ist. Wobei implizit das ja immer klar ist, aber wenn sie dann so doof sind und das Ziel dieser Spende offen aussprechen, dann kann das tatsächlich Konsequenzen für die beschenkte Partei haben. Die Verwaltung hat das überprüft und hat festgestellt, alles sauber, alles okay, kein Problem. Und klagen kann in solchen Fällen lediglich eine Partei. Wir haben lange darüber nachgedacht, welche Partei so eine Klage gegen die Bundestagsverwaltung initiieren könnte, sind dann auf uns selbst gekommen und haben dann die bekannte Juristin aus der Düsseldorfer Universität, wie heißt die Uni? Heinrich-Heine-Universität, Professor Dr. Sophie Schönberger gewinnen können. Die wird also diesen Prozess für uns führen und wir freuen uns darauf, dass die CDU im nächsten Jahr dann, genau wie wir, den dreifachen Betrag dieses inkriminierten Geldes als Strafzahlung berappen darf. Das sind dann 2,5 Millionen Euro. Ich freue mich schon auf die langen Gesichter bei der CDU. Vielen Dank und jetzt bahnfrei. Das zeigt, warum es die Partei auch braucht. Also eine Partei, die so gut gegen Korruption vorgeht und die sollte, dass sie Erfolg haben, die CDU in Berlin zu 2,5 Millionen Euro, die CDU dazu bringt, 2,5 Millionen Euro Strafe zu zahlen. Das ist gute Oppositionsarbeit. Es ist eigentlich traurig, dass so etwas von der Satirepartei kommt und nicht von einer anderen großen Partei. Aber wir haben in diesem Land keine vernünftige Opposition. Deswegen ist es gut, dass es die Partei gibt, die gegen Lobbyismus und Korruption nicht nur eine Stimme erhebt, sondern da auch juristisch gegen vorgeht. Wie gesagt, wir können Ihnen nur allen Erfolg wünschen und wenn es bei der nächsten Europawahl kein BSW geben würde, dann hätte ich meine Stimme wahrscheinlich auch der Partei gegeben. Dass Martin Sonneborn dort im Europaparlament sitzt, ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Gutes. Dazu möchte ich noch diesen Talk hier empfehlen zwischen Fabio De Masi und Marco Bülow, Die Spur des Geldes. Ich hatte da auch schon mal reingehört, aber der ganze Talk dauert 1,5 Stunden. Das ist für ein Reaktionsvideo etwas zu lang, weswegen wir uns das nicht ansehen werden. Aber schaut da gerne mal rein. Hier ist auf dem Kanal von Martin Sonneborn verfügbar. Schaut da gerne vorbei. Sehr gut, dass die Partei sowas organisiert. Es ist immer schön, fachkundigen linken Finanzpolitikern wie den beiden hier zuzuhören.